Hallo meine Lieben. Ich weiss, das ist ein anderer Background, als ihr euch gewöhnt seid. Aber ich hatte heute eine Kundin bei mir. Und die Geschichte ist gerade relativ aktuell. Und darum habe ich gedacht, ich will es eigentlich jetzt mit euch teilen, solange ja, das Ganze noch so aktuell ist. Ich habe mega tolle Rückmeldungen bekommen auf das letzte Golden Tag Video und darum ja, macht es mir natürlich umso mehr Spass, das Video jetzt dann abzudrehen. Und ich hoffe, auch da kann ich wieder vielen helfen damit. Wenn ihr irgendein komisches Hintergrundgeräusch hört, Janik ist am Duschen. Also folgendermaßen, ich hatte heute eine Kundin bei mir. Sie ist, ich nenne hier keinen Namen, nennen, darum einfach, dass ihr ein paar Eckdaten habt, dass ihr euch vorstellen könnt. Ich will eigentlich nicht einmal unbedingt, ich glaube nicht, dass es immer im Golden Tag um Kunden geht, aber jetzt hat es sich halt gerade zweimal so ergeben. Es ist das, was mich meistens inspiriert und darum möchte ich euch wie so ein, bisschen, ja, ein paar Eckdaten geben, dass ihr euch das vorstellen könnt. Also, sie ist sehr aktiv, sie ist extrem herzige. Sie ist um die 100 Kilo und probiert seit etwa 3 Jahren aktiv etwas dagegen zu unternehmen. Es ist aber schon länger ein Thema. Jetzt folgendermaßen: Sie hat mir dann heute so ein bisschen erzählt, ja, natürlich macht sie sich fertig wegen dem Gewicht. Sie ist jung und sie hat mir dann erzählt, sie geht in ein Training. Und sie hat dort können, 2 Leute beim Rennen aufholen, die sie vorher, ich würde jetzt mal sagen, nicht hat können. Und wir haben dann nachher das Training gemacht und haben dabei immer so ein bisschen geschwätzt. Und irgendwann habe ich dann so zu ihr gesagt, komm, wir gehen mal da rüber. Und sind zu den Kettlebells angegangen. Und sie hat eben gesagt, sie geniert sich so, wenn sie, genau so sind wir drauf gekommen, sie geniere sich, wenn sie im Fitness ist. Es ist Dusche losgegangen. und sie nach, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, nach 20 Minuten so fest muss schnaufen. Oder wenn sie im Training, in dem Gruppentraining, wo sie ist, teils Übungen nicht mag. Und dann habe ich gesagt, gut, wir gehen zu den Kettlebells rüber. Komm, sind wir nicht rüber. Und dann habe ich ihr gesagt, kannst du mal den schwarzen Kettlebell lupfen? Und dann hat sie gesagt, wow, 40 Kilo, krass. Hat sie den gelupft. Dann habe ich gesagt, schau, ganz ehrlich, ich sage nochmal, eine Durchschnittsfrau ist plus minus um die 60 Kilo. Durchschnitt. Du bist 100. Du bist 40 Kilo schwerer wie eine Durchschnittsfrau. Und ich meine das in keinster Art und Weise böse. Sondern ich wollte ihr eigentlich sagen, schau, du trägst 40 Kilo mit dir um, wo eine andere Frau vielleicht nicht muss. Und wenn du jemanden aufholst, mit diesen 40 Kilo mehr, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Weißt du eigentlich, was das für eine riesige Leistung ist? Weil stellt euch vor, ich weiss nicht, ob ihr schon mal einen 40 Kilo Kettlebell oder 40 Kilo gelupft habt. Macht das einmal. Es ist der Wahnsinn. Stellt euch vor, sie gegen mich und ich würde den 40 Kilo Kettlebell mit mir umschleichen, wenn ich sprinten muss, wenn ich Squats mache, wenn ich Liegestütze mache. Das ist unheimlich. Die Janik und ich, so bin ich eben dort eigentlich so ein bisschen drauf gekommen, haben einmal ein Training gemacht im Keller unten und wir haben so eine 15 Kilo Gewichtsweste. Und ich, wir haben immer einander so ein bisschen gesagt, du machst die Übung und nachher, ja, haben wir irgendwie beide Übungen gemacht. Und ich habe dann gesagt, wir machen die Liegestütze mit dieser 15 Kilo Gewichtsweste. Er hat dann gemacht und hat aber keine geschafft auf den Füßen und ist nachher auf die Knie. Dann habe ich gesagt, komm, ey, was stellst du dich so an? Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, das ist mega streng. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und nachher gut, ich die Gewichtsweste angelegt und ich sage euch, ich habe nicht eine Wiederholung geschafft, auch nicht auf den Knie. Ich kann euch das gerne demonstrieren in einem anderen Video, ich habe es wirklich nicht geschafft. Und dort ist mir mal aufgefallen, das sind 15 Kilo, das ist nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich ein paar Frauen im Training,
die 15 Kilo zu viel haben. Das fällt einem nicht so auf. Aber das ist einfach so viel Gewicht, wenn man eine Übung machen muss. Und darum möchte ich euch sagen, egal wer du bist da draussen, wenn du zu viel Gewicht mit dir umdrehst, bitte bis in jedem Moment stolz, wo du dich bewegst. Weil ich glaube, es kann niemand nachvollziehen, wie streng das ist. Und ich meine, kein Wunder, muss man schnaufen nach einer halben Stunde ausdauern. Ich meine, nur schon ich schnaufe, ja. Und da kommt nochmal etwas dazu an. Darum bitte, hört auf, anderen etwas beweisen bei diesem Training und macht euer eigenes Ding. Wenn ihr einen Trainer habt, der das nicht erkennt, dann sagt ihm, hey, schau, ich trage jetzt schon 20, 40, was auch immer, zu viel Kilo mit mir rum. Ich muss kein Kettlebell mehr in die Hand nehmen. Ich muss zuerst schon mal mit diesem Gewicht arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu erkennen. Um was es mir da aber auch noch geht, ist, was man muss bedenken, häufig haben Leute, die so viel Gewicht mit sich herumtragen, meistens Probleme mit den Beinen. Immer noch vorstellen, ich gehe jetzt nochmal auf das Beispiel 100 Kilo. Wenn eine Person 100 Kilo wiegt, dann stemmt sie mit jedem Stegentritt, den sie macht, 100 Kilo. Mit jedem Schritt, den sie läuft, 100 Kilo. Egal mit was das sie macht, und das sind 100 Kilo. Es können auch 80 sein, das ist ja eigentlich egal, ich will nicht auf dem herumreiten. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube nicht, es ist immer förderlich, wenn so eine Person dann auch noch 10'000 Schritte macht. Weil die Muskeln von euren Beinen sind so überlastet in dem Moment, dass es nur noch zu mehr Fett- und Wassereinlagerungen kommt. Und blöderweise hat man heutzutage das Gefühl, dass das der Moment ist, wo man sich noch mehr bewegen muss und wo man noch weniger essen sollte. Und genau das ist kontraproduktiv. Also bitte, wenn du zu denen gehörst, die sich in dieser Situation befindet, bitte, 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 bitte hör auf, dich von Salat ernähren und iss richtig, weil du hast ein System, das riesig ist. In den meisten Fällen sieht man, dass die Lungen- und das Herz-Kreislauf-System riesig ist von diesen Menschen. Darum haben die überhaupt so eine Energie. Das Spannende ist, wenn man die Menschen fragt, ja, was hast du denn so an Sport gemacht jetzt die letzte Woche? Ja, nicht so viel. Ich habe einfach die Trainings gemacht, die du gesagt hast. Dann sage ich, gut, okay, ja, das sind 2 bis 3 in der Woche. Okay, super, sehr gut. Und nachher kommt aber immer im Verlauf des Trainings so ein bisschen raus, wir sind noch schnell Rollerbladen, einen Halbmarathon Rollerbladen am Sonntag. Ah, okay, hast du nicht erwähnt. wir sind noch schnell eine Stunde spazieren. Okay, auch nicht erwähnt. Ich bin noch schnell mit meiner Mami 2 Stunden Velo fahren. Weißt du, wir sind nur schnell an den See ab und wieder zurück. Und das ist das Gefährliche, weil ihr habt zu viel Energie. Und je mehr Energie das ihr habt, desto mehr Hunger habt ihr. Und desto eher überlastet euer System. Und darum, in diesem Fall, Bewegung ist nicht immer das A und das O. Oder es kommt ein bisschen darauf an, welche Bewegung. Und ja, wenn ihr euch in dieser Situation befindet, ich würde euch mega gerne helfen. Ich muss wirklich sagen, ich arbeite so gerne mit Leuten zusammen, wo man so kann wachrütteln, wo man kann etwas zeigen, wo man kann denen zeigen, dass es so viel mehr gibt wie Früchte und Gemüse und nur ins Fitnessstudio rennen. Und darum, ja, ich hoffe, die Geschichte hat ein paar geholfen. Ich hoffe, ihr habt gerne zugelassen. Wenn ja, lasst ein Like da und vielleicht folgt ihr dem Kanal ja sogar. Und ich probiere einmal wöchentlich so ein Video zu bringen. Wenn ihr irgendwelche Inspirationen braucht zu einem Thema, dann schreibt doch die entweder unten nie oder mir per Privatnachricht noch einmal. Einfach, dass ich so etwas weiss, vielleicht auch mal ein Thema, das euch Wunder nimmt. Also, ich gehe jetzt schlafen und euch wünsche ich eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!